Hallihallo und Moment, ich muss hier noch was umstellen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Gravity Rush. Ich bin wieder am Anfang der Mission, weil ich Probleme hatte mit der Aufnahme. Letztendlich hatte ich die Mission schon zu Ende gespielt, aber naja. Letztendlich muss ich halt jetzt noch einmal von vorne machen, weil ich halt keinen Save Point mehr hatte. Aber es ist kein Problem. Das Einzige, was halt jetzt anders sein wird, sind meine Juwelen. So. Mit dir hatte ich, glaube ich, noch nicht geredet gehabt, oder? Hey, bist du? Nein, das kann nicht sein. Aber du siehst aus wie die Gravikönigin. Du bist es, oder? Das könnte Ärger geben. Passen wir die Wahrheit ein wenig an. Was? Nein, du musst mich verwechseln. Ich bin nur eine Schülerin, die ihre Freundin Echo sucht. Du kannst mich nicht täuschen. Du bist es, oder? Gib's auf, Kleiner. Nein, tut mir leid. Also, hast du Echo hier in der Gegend gesehen? Echo? Also, wir sind nicht gerade befreundet, aber... Du siehst wirklich genau wie die Gravikönigin aus. Ich muss es wissen. Ich bin ihr größter Fan. Danke. Für die Hilfe, meine ich. Du musst es doch sein. Warte, geh nicht weg. Vielleicht war ich ein wenig zu grob zu meinem größten Fan. Ja, vielleicht. Aber glaub mir... Das ist vollkommen normal, das kann jedes Mädchen machen. Das hier auch. Kann ich auf das Luftschiff springen oder was auch immer das ist? Yep. So. Hui. Ich weiß nicht mehr, mit wem wir alles geredet haben, deswegen gehe ich einfach alle durch. Ich versuche es ganz freundlich. Hey, du, hast du kurz Zeit? Kenne ich dich. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Schnell nachdenken, sie kommen mir auf die Schliche. Oh, ja, ich bin die neue Austauschschülerin. Erinnerst du dich? Ich weiß, dass wir noch beste Freundinnen werden. Morgen muss ich wieder zurück, aber... Aha. Sie verliert das Interesse. Sag mal, beste Freundin, hast du Echo hier irgendwo gesehen? Echo? Die trübselige Brillenschlange? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Und selbst wenn, würde ich mich nicht daran erinnern. Sie hat etwas an sich, das mich echt nervt. Sie läuft hier herum, als ob sie etwas Besseres wäre. Keine Ahnung, was Snoot an ihr findet. Vielleicht liegt es daran, dass sie zusammen aufgewachsen sind oder so. Und wie sie sich immer aufführt, wenn man ihrer riesigen Tasche zu nahe kommt. Und dieser komischen Ponyfrisur. Ja, ich darf gar nicht erst anfangen. Sie ist schräg. Wow, die ist wirklich negativ. Okay, danke für die Hilfe. Ich muss jetzt meine Sachen packen. Wie auch immer. Wer ist als nächstes dran? Du. Hui. Hast du kurz Zeit? Ich suche nach diesem Mädchen. Hast du sie gesehen? Ja, den hatten wir schon in der letzten Folge. Aber ich kann jetzt... Das ist Feuer. Das ist die Aquarius Akademie. Und das ist die linke Hand. War das richtig? Das hat Spaß gemacht. Wollen wir nochmal? Nein, wollen wir nicht. Und sei nicht so aufgedreht. Jeder Schüler hätte das beantworten können. Also, warum fragst du nach unserer Riesentasche? Riesentasche? Nein, ich habe nach Echo gefragt. Vielleicht ganz gut, dass wir nicht noch einen Quiz machen. Ich weiß nicht, was sie da drin hat, aber sie hat immer eine vollgestopfte, riesige Tasche dabei. Sie passt darauf auf, als wäre sie aus Gold. So ist sie zu ihrem Spitznamen gekommen. Oh, Echos Spitzname ist also Riesentasche? Okay, und wo hast du Riesentasche und ihre riesige Tasche zuletzt gesehen? Zumindest nicht hier in der Gegend. Ein Mädchen mit so einer Tasche ist schwer zu übersehen. Vielleicht habe ich sie zumindest mal auf dem Weg zur Schule gesehen. Verstanden. Danke. So, dann jetzt noch du. Upsala, da bin ich irgendwo abgerutscht. Ach komm. Darf ich mal bitte... Danke. Da kletterst du natürlich hoch. Hallo.
Oh, Hecko, Göttin von Plajan. Wow, er stinkt. Er stinkt, als würde er in einer Flasche wohnen. Hey, hast du gerade Echo gesagt? Süße, liebliche Echo mit den verführerischen Augen, ihre schlanken Beine, ihr bezauberndes Lächeln. Sie hat mich in ihrem Bann gezogen. Hey, ich suche nach Echo. Wo ist sie? Ah, die Blume des Nachtclubs. All die jungen Männer, die sich in ihrer duftenden Pracht sonnen wollen. Echo, vom Bild her schien sie mir nicht der Typ dafür zu sein. Warum arbeitet sie in einem Nachtclub? Wer weiß, sie ist eines Tages einfach aufgetaucht. Wie wundervolle und wundervoll ist er bereit. Wenn du sie sehen willst, sie arbeitet gerade. Wo ist dieser Club? Kannst du es mir auf dieser Karte zeigen? Wenn sein Finger eine Sekunde lang zu zittern aufhört. Alles klar, danke. Hui. So, dann suchen wir mal nach Echo in dem Nachtclub. Kleiner Tipp, sie ist nicht da. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich schon gespielt habe, sondern ich glaube, das hat jeder bereits gecheckt. Ups. Sorry. Verzeihung, ist Echo da? Sie soll hier heute Abend arbeiten. Ich muss mit ihr reden. Wer bist du und was willst du von ihr? Ich warne dich, ich will keinen Ärger in meinem Club. Jemand hat mich gebeten, nach ihr zu suchen und betrunken hat mir erzählt, dass sie hier arbeitet. Wie kann ein Mädchen, das so aussieht, in einem so schäbigen Laden arbeiten? Ich muss sie herausholen. Sonst gerät sie noch an einen Betrüger, der ihr ganzes Geld klaut und... Oh, schrecklich. Schön finde ich, dass sie... schön, dass die ruinierte Zukunft eines Mädchens hier für solche Heiterkeit sorgt. Nein, das ist es nicht. Ich glaube nur nicht, dass deine Echo hier ist. Ha, ist sie schon gegangen? Sie arbeitet doch nicht in zwei Nachtclubs, oder? Ich sagte, deine Echo ist nicht hier. Die Echo, von der alte Säufer erzählt hat, bin ich. Was? Hast du ihm das Bild überhaupt gezeigt? Es gibt schließlich mehr als eine Echo auf der Welt. Echo ist so ein verbreiteter Name. Wobei, es ist ein cooler Name. Das stimmt. Sie arbeitet also nicht hier? Ich meine, du, sie, ihr seid verschiedene Echos? Genau, und weißt du, Schätzchen, du solltest nicht so einen Mist erzählen, wenn du keine Ahnung hast. Das hier ist ein ganz feines Etablissement. Hier ist nichts schäbig. Oh, ich wollte niemanden beleidigen, es tut mir leid. Ja. So, und jetzt noch. Ich glaube, das war der, der wegläuft. Komm, euch nehmen wir noch mit. Hui. Ich kann mir gleich schon wieder ein neues Upgrade leisten. Was willst du von mir? Entschuldige bitte, hast du dieses Mädchen gesehen? Warum fragst du mich das? Warum ausgerechnet mich? Boah, ganz ruhig, Kleine. Du siehst so aus, als würdest du gleich zusammenbrechen. Ich habe überhaupt nichts gesehen, ich schwöre. Ah, was soll das denn? Hey, komm zurück. Ja. Moment. Ich will nicht wieder den Scheiß haben, dass ich dich verliere. So. Bisschen aufholen, aber nicht viel. So. Ich habe gemerkt, die einfachste Methode, um ihn zu verfolgen, ist einfach in normaler Geschwindigkeit hinter ihm herzurennen, ohne irgendwelche Gravitationstricks zu machen. Hier jetzt vielleicht auf so einem großen offenen Platz, aber das war es auch. Du weißt doch etwas, oder? Sonst würdest du nicht vor mir weglaufen. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe nicht in die Tasche geguckt, ehrlich nicht. Beruhige dich und red keinen Blödsinn. Ich habe dich nur nach Echo gefragt. Was? Sie hat dich nicht geschickt? Nein, ich versuche sie zu finden. Du hast also in ihre Tasche geguckt. Du sollst die Privatsachen eines Mädchens respektieren. Ich weiß, aber die Tasche, sie hat sich bewegt. Sie war also irgendwie gezwungen anzugucken. Manchmal reden sie auch mit mir, weißt du? Okay, das ist etwas merkwürdig. Was war in der Tasche? Ich weiß, ich habe kurz reingeguckt, dass niemand da war. Und dann lag ich plötzlich auf dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Vielleicht hatte ich einen Schock oder so. Das könnte so furchterregend sein, dass man in Ohnmacht fällt. Ha, ist ja klasse, dass Echo seit gestern verschwunden ist? Ist sie das? Ich dachte, ich hätte sie beim Schulhof gesehen. Sie hatte auch die Tasche dabei. Aber als ich sie gesehen habe, bin ich weggelaufen. Der Schulhof, ja?
gut, danke für deine Hilfe. Und deine Schnüffelei bleibt unter uns. Danke. So. Mal sehen, von dem, was wir bisher erfahren haben, anscheinend sollten wir am besten in der Nähe der Schule nach Echo suchen. Geh zur Schule. Hui. Na, da unten, das Juwel will ich bekommen. So. Newt, du bist auch hier. Kat, ich habe herumgefragt und alle scheinen zu glauben, dass Echo irgendwo in der Nähe der Schule ist. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Was jetzt? Vielleicht sollten wir uns wieder trennen und nachher suchen. Ich weiß was. Halten wir von den höheren Gebäuden aus nachher Ausschau. Von da oben können wir sie leicht entdecken. Los, ich nehme dich mit. Was? Du willst mich da hinauffliegen? Dann komm mal mit, Newt. Hui. Hat. Moment, das ist, glaube ich, ein großes Juwel. Ja. Und dann geht's jetzt da lang. Und da lang. Na. Habe ich alle? Jetzt habe ich alle. Boah, ist unglaublich. Was für ein Flug. Wie er lächelt. Ach, weißt du, das ist nichts Besonderes. Und, siehst du etwas von hier oben? Oh, nein, keine Spur von Echo. Oh, na gut, steigen wir noch ein bisschen höher. Kommst du mit? Danke. Das ist fantastisch. Ups. Wow. Wow, ich wünsche ich und ewig so herumfliegen. Und das nächste Herz. Hui. Moment. Was für eine Aussicht. Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Du bist erstaunlich, Kat. Wie machst du das? Er findet mich erstaunlich. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich diese Fähigkeit bekommen habe. Reines Glück vermute ich. Ich glaube, dass die... Hey, da drüben, das ist... Echo? Ah, nein, das ist May. Sie sucht auch nach Echo. Wir sollten mit dir reden. Gut. Bring Newt zu May. Ups. So. Und... Hallo. May, hast du Echo gefunden? Wir haben überall gesucht. Tut mir leid, Newt. Ich habe überall nachgesehen, ohne Erfolg. Wer ist das Mädchen da? Oh, die? Sie ist berühmte Gravikönigin. Sie hat uns bei der Suche nach Echo geholfen. Sie ist sogar mit mir geflogen. Es war unglaublich. Hihi. Oh, es war mir eine Freude. Ganz toll, Newt. Und schon hast du es wieder geschafft, dass ein Mädchen sich in dich verknallt. Arme Echo. May? Entschuldigung, ich glaube, ich bin ein bisschen müde. Kannst du im Schülerzentrum nachsehen? Jemand will Echo dort gesehen haben. Schülerzentrum? Du meinst das verlassene Gebäude? Gut, ich werde nachsehen. Geh du nach Hause und ruh dich aus, hörst du? Was hat May bloß? Habe ich etwas Falsches gesagt? Oh, ja, überlass es uns. Wir werden sie finden. Geh zum Schülerzentrum. Hui. Psst, ist sie gut? Ich bin glücklich, solange wir uns haben. Echo? Newt? Wo warst du? Warum bist du einfach verschwunden? Du bist wie die anderen. Lass mich in Ruhe. Echo, warum verhältst du dich so? Versteckst du was? Nein, bleib weg. Ich lasse euch dann mal allein. Echo, zurück. Ich hasse euch alle. Ich wünschte, ihr würdet alle verschwinden. Echo, was ist in dich verfahren? Kat, du musst dir helfen. Newt. Nevi-Plage. Je länger die Rettung Echos dauert, desto mehr von ihr verschlingt das Nevi. Wenn der Grad der Verseuchung 100 erreicht, ist sie für immer verloren.
Retter Echo, yep. Und während diesem Kampf ist mir beim letzten Mal die Aufnahme abgeschmiert. So. Ich habe schon eine Sache gemerkt gehabt. Man darf nicht Echo angreifen. Das ist kontraproduktiv. Und ich glaube... So. Wenigstens ein bisschen Schaden konnte ich noch verursachen. Ansonsten einfach immer gegenfliegen. Aber das Problem ist halt, eben weil man nicht Echo angreifen darf, sollte man nicht von vorne angreifen. Das Ding bleibt auch irgendwann stehen, glaube ich. So, kannst du dich mal regenerieren? Danke. Verdammt, nicht dahin. Die Kugeln. Genau die. So, und gleich habe ich vermutlich wieder... Yep. Warten wir ab, bis wir hier eine gerade Linie haben. Und... Verdammt, kriege ich dich noch? Ja. Nein. Das war ja mal klasse. Okay, kurz landen. Der war gut. Komm. Aha. Ein, zwei Treffer noch. Und definitiv ist die Nebenplage diesmal deutlich weniger vorausgeschritten als beim letzten Mal, wo ich hier gekämpft habe. Komm. Also beim letzten Mal habe ich quasi meine Spezialattacke erstmal voll in Echos Gesicht reingesetzt, weil ich halt nicht gecheckt habe, dass man auch sie verletzen kann und dadurch halt die Nevi-Plage schneller machen kann. Und ja, ihr könnt euch denken, dass es nicht gut ausging. Hey, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Warum? Warum? Warum wollen mich alle verletzen? Wovon redest du? Niemand will dich verletzen. Lügner! Du hast mich ausgelacht. Was? Nein, ich hab dich nicht ausgelacht. Also ich hab schon gelacht, aber weil ich dich mag. Niot? Ich konnte es einfach nicht sagen, als alle dabei waren, Echo. Ich... Ah! Oh. Hey. Nicht nett. Niot hat gelacht, aber nicht über mich. Moment. Komm. Und da, und da, und... Komm. Das war daneben, und da, und... Autsch. Da, und... Dreieck. In der Luft Dreieck. Danke. Tada! Tut mir leid. Ihr habt nur versucht, mich zu beschützen. Du bist nicht alleine, du hast doch mich. Erinnerst du dich noch an die hier? Wir waren Kinder und du hast mich gerettet. Dabei hast du sie dir zugezogen. Ich bin vom großen Baum gefallen, aber du hast mich aufgefangen. Damals war ich der Kleine, du hast immer auf mich aufgepasst.
Ich vermisse es einfach, mit dir zusammen zu sein und nicht darüber nachzudenken, was andere über mich denken. Tut mir leid, wahrscheinlich muss ich erst noch erwachsen werden. Ich wollte niemanden wissen lassen, was ich fühle. Aber jetzt bin ich es, der hilft. Newt. Gehen wir. Das Navy hat nur versucht, das Mädchen zu schützen, aber ich habe es zerstört. Es sind mehr als nur Monster, das weiß ich jetzt. Vielleicht habe ich damals da schon gespürt. Irgendwas an der ganzen Sache hat mich schon beunruhigt, als ich ging. Mein Ruf scheint sich zu verbessern. Yay! So. Maximale Dings erhöht, dann schauen wir da doch gerade nochmal an, ob wir hier jetzt irgendwas toll erhöhen können. Gravitationsverbrauch könnte ich machen. Kick, Gravitationsgleiten, die Spiralklaue könnte ich verstärken. Kraft und Distanz, ich benutze die ja schon eigentlich, aber auch nur in Bosskämpfen. Soll ich den Gravitationsverbrauch noch weiter sinken? Eigentlich ja. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wobei, eine Sache möchte ich jetzt vorher noch erledigen. Noch ein bisschen über die Stadt fliegen und schauen, ob ich irgendwo Kulis finde. Weil ich bin sicher, dass hier mindestens noch einer ist, wenn nicht sogar zwei. Das ist eine Herausforderung. Ach, Kacke, wie ich das hasse. So, gerade nach oben. Bisschen Gas geben. So. Kann ich von hier oben einen Gully sehen? Nein. Schauen wir uns erst in der Schule um. Hup. So. Und ich denke mal, die zwei werden es dann auch erstmal bleiben. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.